fangen wir mal an. So, also begrüße ich euch. Willkommen zu meiner Session über die Joomla-Dokumentation. Ich denke mal, die meisten kennen mich jetzt hier schon als Fotograf. Aber ich bin auch parallel als Teamleiter bei den Joomla Documentations verantwortlich für die gesamte Dokumentation. Und wollte euch ein bisschen zeigen, einerseits, was wir machen, was alles zur Dokumentation dazugehört und auch ein bisschen mit euch in Dialog dann später gehen. Wie können wir denn die Dokumentation verbessern? Was wird von eurer Seite als Nutzer gebraucht? Und am Ende natürlich auch, vielleicht könnt ihr uns auch mit unterstützen, weil wir brauchen immer Leute, die uns helfen können. So, was heißt denn eigentlich Dokumentation? Ist das wirklich nur, so wie auf dem Bild, so stupide Papierkram, Schreiberei? Oder gehört da noch viel mehr dazu? Dokumentation, wer kennt sie? docs.joomla.org. Und wer nutzt sie? Okay, ja, genau, das ist der Punkt. So ein bisschen, und da sind wir auch dran, das zu verbessern. Da wollen wir viel verbessern und an der Stelle auch. Wir sind momentan aktiv in den Dokumentationen 4 bis 5 Leute, die dran arbeiten. Und bei dem Umfang, den wir eigentlich da haben, sind wir einfach landunter, was die Arbeit angeht. So, aber nicht nur diese Docs gibt es. Es gibt einerseits diese. Dann auch, haben wir natürlich auch die ganze API-Dokumentation darunter. Dann natürlich auch die ganzen Joomla-Community-Sachen, Events sind drin. Die Teams organisieren sich teilweise da drin, beziehungsweise gibt es Anleitungen für die UX zum Beispiel, die ganzen Infos stecken da drin. Und unter anderem auch solche Projekte wie der Google Summer of Code, wo wir dann auch mit Studenten dann zusammen so eine Förderung von Google dann praktisch bekommen oder ein Stipendium von Google, wo dann auch wirklich professionelle Studenten dann uns unterstützen. Und da wird im Prinzip auch über das Portal, wenn man dann in die Bewerbung eingereicht und läuft alles also praktisch über die Dokumentation. Das heißt, wir sind eigentlich vom Team her in allen Projekten von Joomla involviert. Das heißt, einerseits die Programmierer, die wirklich das CMS entwickeln. Dann sind wir natürlich auch Anlaufstelle für die Erweiterungsentwickler, weil die natürlich dann auch gucken, wie kann ich meine Erweiterung da anbinden. Und Wissensportal, logischerweise. Aber, und halt noch vieles, vieles mehr. Ein Teil von der Dokumentation ist auch, die kennt ihr bestimmt im Backend, die Hilfeseite. Wenn man da draufklickt, help. .joomla.org ist auch unser Wiki. Also im Prinzip haben wir da wirklich sämtliche Schnittstellen. Und für jede Seite, die im Backend aufgerufen wird, muss auch entsprechend die Seite angelegt werden, auch wenn jetzt Joomla 4.2 oder 4.3 kommt, neue Funktionalitäten drin sind, müssen auch entsprechend die Dokumente dafür angelegt werden. Wie ist denn der Stand heute der Dokumentation? Also, wie ist euer Eindruck? Viel alte Sachen drin, ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn du was suchst, dann kommen die alten Sachen zuerst. Und es ist unheimlich schwer, Sachen zu finden, weil sie auch nicht immer sauber kategorisiert sind. Ja, es ist total durcheinander, weil im Prinzip ist es eine Wiki-Plattform und alles da drin. Und diese Suche schaut global da drin. Auch wenn wir die veralteten Dokumente markieren, sozusagen als veraltet oder als archiviert, Suche ergreift die trotzdem. Also da haben wir noch technisch noch ein Problem. Immer wieder darauf, richtig, genau. Ja. Das ist der Punkt. Löschen wir das? Da müsste ich auch nochmal mit euch ein bisschen gucken. Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch eine große Baustelle vor uns. Ja, da habe ich mal ein bisschen zusammengefasst im Prinzip. Also die Suche ist nicht intuitiv. Ich komme damit gut klar, weil ich eigentlich tagtäglich damit arbeite, klar, und weiß, welche Ecke ich was eingeben muss, damit ich genau dahin komme. Aber ich denke, für den Nutzer ist es schwer, oder? Für euch was zu finden. Also direkt die Suche in den Dokumentationen. Ja, okay.
Hör schon raus. Ja, die klare Navigation haben wir eigentlich auch nicht, weil das ist eins der Hauptprobleme, die wir haben, weil jeder kann so eine Wiki-Seite anlegen. Die muss ordentlich kategorisiert werden. Das ist die Aufgabe von dem, der es einstellt. Der weiß aber nicht, in welche Kategorie unter Umständen das reingehört. Und dann ist es irgendwo eine Seite im Nirvana und die ist nicht mehr zu finden. Also ich finde tagtäglich fast Seiten, die ich vorher nie gesehen habe und lösche die gleich wieder, weil ich denke, das haben wir ja schon irgendwo anders. Aber da brauchen wir gar nicht mehr, weil Joomla 2.5 oder was auch immer das ist. Und oftmals doppelt und dreifach. Und diese Arbeit müssen wir auch bündeln und besser eine Seite, in der alle Inhalte wirklich sauber drin sind und das gebündelt. Das heißt, wir müssen auch mehr schauen, wie koordinieren wir die Arbeiten dann, damit die Arbeitskraft, die wir alle dann reinstecken, auch das richtige Ziel haben. Dann wollte ich nochmal kurz anreißen, also was für Ziele wir für Zukunft haben. Eins haben wir schon auf dem Weg, das ist das manual.joomla.org, das ist schon online. Könnt ihr schon reinschauen. Das ist die reine Joomla-Dokumentation für Entwickler. Das heißt, das Ding wird auch nur auf Englisch sein. Ich gehe dann auch gleich nochmal live rauf. Und ist abgebildet in GitHub. Das heißt, wenn jemand da schreiben möchte, in GitHub ist es offen. Ihr könnt dann direkt Pull-Requests machen und entsprechend schon anfangen zu dokumentieren. Das wurde auch sehr lange gefordert von den Entwicklern, dass wir die Anbindung in GitHub haben, weil kein Entwickler schreibt gerne Wiki. Richtig? Ja, MediaWiki. Also ist nicht für die Entwickler nicht intuitiv. Die bewegen sich sehr gerne in GitHub und da sind wir drin, das wird im Markdown geschrieben, das heißt auch sehr einfacher Syntax für die Formatierung. Und, und eins der größeren Punkte, wer von euch eventuell aktiv an Joomla mithilft, ab 4.3 wird es Pflicht sein, dass für jeden Pull-Request, der eingereicht wird, die entsprechende Dokumentation mit eingereicht wird, ansonsten wird es nicht angenommen. Das kann ja nur zutreffen, wenn Pull-Request-Dokumentationsrelevant ist, zum Beispiel ein neues Feature oder Ja. Tippfehler irgendwo im Quick. Das nicht, ja. Okay. Das nicht, nee, aber wirklich tatsächlich, wo wirklich eine Dokumentation gebraucht wird. Oder es auch relevant wird für Entwickler, Erweiterungsentwickler, damit die gleich mit ins Boot genommen werden. Was ändert sich in 4.3, um halt ihre Erweiterung ranzubekommen oder auch Template oder sonst wo. Also da wird es auf jeden Fall zur Pflicht werden. Wir haben noch eine zweite Baustelle, die ist noch völlig offen. Aber da gehen die Diskussionen hin, dass wir noch eine weitere Dokumentation aufbauen. Nicht dieses Media-Wiki, sondern eine andere, ganz klare Struktur, ein Handbuch für Joomla, sozusagen richtig, wie es, ich nenne mal das böse Wort WordPress auch benutzt, die haben ja auch eine schöne Dokumentation, so in dieser Art, da müssen wir hin und da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe von euch. Das heißt dann für euch, wenn ihr möchtet, mitmachen, mithelfen. Und ja, sprecht uns an als Team. Ich gehe gleich nochmal auf die Seite, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann können wir gleich nochmal diskutieren. So, ein bisschen drüber. So, eigentlich bin ich hier jetzt erstmal durch. Ich switch mal da rein. Und zeige euch jetzt mal die neue Entwickler-Dokumentation. Das ist die manual.joomla.org. Da haben wir jetzt dieses Jahr einen Sprint gehabt, da haben wir das Ganze schon aufgebaut. Und man sieht hier oben, werden wir auch die verschiedenen Versionierungen drin haben. Das heißt, für jede Version wird es eine eigenständige Dokumentation geben, beziehungsweise wird dann kopiert und angepasst. Und ihr habt hier gleich direkt die Schnittstelle zu GitHub, auf dem dann diese Dokumentation liegt. Das heißt, wer da unterstützen möchte, springt da direkt rein. Wie sieht diese Dokumentation aus? Also hier haben wir praktisch auch alle Inhalte. Links haben wir dann die Navigation. Und genauso stellen wir uns auch das Handbuch dann vor, dass man so in diese Art da einsteigt. Die Suche ist auch oben rechts und relativ einfach gehalten. Also wir wollen wirklich eine schlichte, einfache Hilfe, Unterstützung, Dokumentation für den Nutzer noch aufbauen.
Wer hier mithelfen möchte, geht einfach auf GitHub. Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon. Ach so, ja. Halt. Stimmt, confirm, ja. War nämlich vorhin schon drin, schon mal, dass das alles funktioniert. So. Also hier habt ihr die Docs. An dieser Stelle könnt ihr jetzt schon aktiv mitarbeiten, wenn ihr wollt. Und hier an dieser Stelle wird dann auch noch die ganze Navigationsstruktur aufgebaut. Da wird es jetzt im Ende des Jahres nochmal einen Sprint geben. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Termin bekannt geben, wann und wo. Das ist noch völlig offen. Aber wer da gerne mit unterstützen möchte, ist gerne eingeladen, dass wir da einen Sprint machen, um diese Dokumentation auf den Weg zu bringen. Dann gehen wir mal zur eigentlichen Dokumentation. Hier könnt ihr jetzt bereits schon aktiv mitarbeiten. Wer ist schon im MediaWiki angemeldet und nutzt das oder arbeitet oder schreibt drin? Ich habe da einen Account, ich habe mal leichte Tippfehler geändert. Ja. Ja, das, also so ja, ja, ja. Artikel gekennzeichnet und wenn man dann die Dinger editiert, dann gibt es immer so Translation Beginn und End-Tags. Ist ja auch nicht richtig. Deswegen traue ich mich definitiv nicht, den Kram anzupassen. Okay, aber ich muss es ändern, weil ich habe ein undokumentiertes, aber sehr wichtiges Feature gefunden, was seit Joomla 4 existiert. Und nicht dokumentiertes. Für ein bestimmtes, und zwar für ein Standard Joomla Form Field, für das Media. Ah, das Form Field, ja. Ist das jetzt und inwieweit ist eigentlich geplant, dass diese alten Sachen rüber migriert werden oder wird diese Entwicklerdoku neu geschrieben? Die wird neu geschrieben. Also aber wir migrieren oder so, das tut ja da, du kennst ja den MetaWiki-Syntax, macht, glaube ich, keinen Sinn, du bist mehr mit Löschen beschäftigt, als dass du den Text so eins zu eins rüber bekommst. Ja. Also da, aber für die Zwischenzeit muss man das ja hier ändern. Das wäre Entwicklerdoku, denke ich. Ja. Ja, bei den Custom Fields, da gibt es ja schon eine Dokumentation zu den Custom Fields. Den Typ, dann wäre es, da könnte man es auch quer verlinken eventuell. Ja. Aber wir können ja mal tasten wir doch gleich mal die Suche. Also mit dem Media Manager, wenn sie da PDFs oder Videos oder Audios laden wollen, dann müssen die das zur Liste der erlaubten Bilder hinzufügen. Ja. Im Media Manager gibt es erlaubte Bilder-Dateiendungen, erlaubte Audio-Dateiendungen, erlaubte Videodateiendungen und das gleiche für Dokumente. Aber er nimmt immer nur das für Bilder. Types. Und da kannst du dann sagen, Dokument, Video, Audio, und dann nimmt der nämlich die Media Manager Einstellungen fest. Ah, das ist gar nicht mehr so. Der kombiniert die, wenn du sagst Audio, Video, Documents, dann nimmt der erlaubte Audio, erlaubte Video, erlaubte Documents und er blendet ja dann auch nur die ein. Er filtert die ja dann. Das habe ich gebraucht, als ich selber ein Video in meine Form eingeben wollte über das Media Field. Und dann ist mir eigentlich wie es geht. Aber es ist nirgends. Das muss man auf jeden Fall. Ist das hier so ein, gehört das damit dazu, zum Formfield? Das Problem ist nur, das funktioniert bei Joomla 3 gar nicht. Das heißt, ab 4 muss man das auf, will ich. Dass die PDF noch hinzugefügt wird. Ja. Obwohl auch eine sehr strange Diskussion, ob man
ob jetzt PDF ein Media ist oder nicht. Genau, diese Dinger da, seit welcher Version gibt es die, diese Icons da? Genau, und das heißt, da müssen wir es auch mit aufnehmen. Da müssen wir dann praktisch das Media Field 3, müssen das ergänzen und hinten so ein seit Joomla 4 irgendwas. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist mir zu heftig. Ich schreibe mir das nochmal, dann gucke ich mir das an. Dann lege ich mal die Seite an. Ja. Schulen, dass ich das selber kann. Ja, oder das macht halt jemand anders. Mhm. Aber wir haben lauter solche Leichen, weil gerade Joomla 4 hat ja eine sehr lange Entwicklungsschicht und da sind viele Sachen einfach reingewandert. Da haben wir dann in den Pull Request, gibt es in der Vorlage den Abschnitt Documentation Require. Mhm. Yes. Ja, ja. Manche Leute haben sich sogar die Mühe gemacht, um da sehr viel reinzuschreiben. Ja. Zum Beispiel der Nikolaus von Akeba, wenn der Pull-Request macht, der tut die richtig gut dokumentieren in dem Pull-Request. Und dann steht Documentation Require, dann sagt er uns und gibt uns auch noch extra an, bitte nehmt das in die offizielle Dokumente ein. Ja. Passiert aber nicht. Ja. Und da haben wir jetzt im Moment jede Menge Features in J4, die sind richtig geil, aber nirgends beschrieben. Das ist das Problem an der Sache, genau. Also das gerade mit Documentation Required, diese Geschichte auf GitHub, sind wir auch gerade dran, das irgendwie so hinzubekommen, dass wir das als Team auch immer mitkriegen, dass wir dann auch wissen, es wird angefordert, weil wir sind hier drin ständig unterwegs und parallel müssen wir dann auf GitHub noch gucken, parallel vielleicht noch im Forum oder sonst wo wieder jemand fragt. Das Ganze müssen wir irgendwo mal ein bisschen bündeln. Wer jetzt hier im MetaWiki helfen möchte, kann auch schon, ihr seht schon, es gibt es auch alles auf Deutsch, sofern es übersetzt wird. Und das sind diese Flags, die du immer meinst, diese Translation beginnt, Translation endet praktisch, diese Schritte. Wenn die nicht richtig sitzen, dann läuft da hinten nach noch ein Bot, der die praktisch dann nummeriert. Und wenn du dann Copy und Paste machst und nimmst diese Nummer mit, gibst die Nummer doppelt und dann gecrashed. Ja, das ist wirklich. Obwohl ich viel helfen könnte. Das ist aber auch so eine klassische Seite, die ich häufig nutze und immer wieder drüber stolper. Weil der Typ halt nicht das ist, wie man es halt technisch finden würde. Weil der Typ übersetzt ist. Weil der Typ. Das ist in dem Fall ziemlich ungünstig, weil, Kalender erschließt sich jetzt noch, aber irgendwie Farbe. Ja. Hier steht es Type Color, das muss da sein. Und genau an dem Punkt setzen wir eigentlich sogar an, weil das ist ja Entwicklerdokumentation hier an der Stelle. Und wenn wir die alle in die neue, kommt gleich zu, wenn wir das alles in die neue Dokumentation übernehmen, die wird nicht übersetzt werden. Die Entwicklerdokumentation bleibt nur auf Englisch. Optional können wir es übersetzen, aber wir wollen es eigentlich nicht. Also wer Joomla entwickelt, schreibt Englisch. Es ist grundsätzlich alles auf Englisch und dann macht es auch Sinn, dass wir da drauf bleiben. Weil genau durch die Übersetzung kriegst du so viel Kuddelmuddel da rein. Das wollen wir raus. Aber die Benutzerdokumentation, die muss in möglichst vielen Sprachen sein. Die wird ja von Afrika bis sonst wo benutzt und alle möglichen haben da ihre Sprachen drin. Hier sieht man ja auch, sind auch nur 5 Sprachen. Also weniger. Ja, da auf jeden Fall. Also wir müssen die Benutzer abholen. Also, du hast eine Frage? Ja. Also für dieses Manual hier, da sind wir noch am Überlegen, welche Plattform wir dafür benutzen werden. Also es wird auf jeden Fall nicht mehr MetaWiki sein. Müssen wir aber weiterhin noch benutzen, aus verschiedenen Gründen, weil einerseits die Helppages drin sind, die sind ja im Core mit verlinkt, die kriegen wir so schnell nicht wieder raus. Aber in ähnlicher Form, wie das hier aussieht, wird der User Guide, nennen wir das jetzt erstmal, auch aussehen.
Der Punkt ist noch völlig offen. Da sind wir auch völlig offen, wie wir dran vorgehen, weil wir wissen selbst noch nicht genau, wie wir es machen. Wir wissen aber auf jeden Fall, es muss sich was ändern, es muss verbessert werden. Ich denke mal, dass wir da auch viele Querverlinkungen dann einfach setzen, dass du als Nutzer praktisch da reinschaust oder als Entwickler, wie habe ich es im Frontend quasi drin, und dann einen Querlink auf die Entwicklerdokumentation, um in die Tiefe reinzugehen und in den Code. Ich denke, der Code sollte dann für die Benutzer nicht unbedingt hier auf der Seite sein, sondern wirklich der Link, da findest du den Code und dann kann man den, weil nicht jeder Frontend-Benutzer ist auch gleichzeitig, schaut sich den Code an und will den auch sehen. Das, ich denke, das führt auch viel zur Verwirrung dann. Aber als Plattform für diese Dokumentation benutzen wir Docusaurus, das ist ein Open-Source-Dokumentationstool von Meta sogar. Also hat mich auch überrascht, dass Meta Open-Source macht, aber war mir neu. Ich glaube, Harald kam damit kürzlich im Sprint dazu. Ich habe da mal was aufgesetzt, das sieht gut aus, das könnten wir wahrscheinlich nehmen. Daraufhin haben wir einen Dokumentationssprint im Sommer gemacht mit vielen, vielen Joomla-engagierten Leuten. Und da haben wir das Ganze erstmal aufgesetzt. Und ich denke, für die Benutzerdokumentation ist das vielleicht sogar das gleiche Tool, was wir nehmen können. Weil Übersetzungen werden auch gepflegt oder eingebunden. Wir haben auch den Vorteil für Übersetzungen, man muss dann nicht mehr über MetaWiki übersetzen, sondern wahrscheinlich dann über Grodin. Da gibt es nämlich eine API-Schnittstelle. Das heißt, kennt ihr Grodin? Noch nicht? Grodin schreibt man. Punkt, da haben wir es auch schon. Das ist ja die Plattform für die gesamten Übersetzungen. Also da wird auch das CMS übersetzt. Die Sprachfiles, die ihr kennt, die werden da drüber laufen. Und ich denke, unser Plan ist dann auch für dieses Joomla-Handbuch, nenne ich es jetzt mal, die Übersetzung auch über dieses Tool zu tun. Weil da kann wirklich jeder eine Zeile mal übersetzen oder mal eine etliche Zeilen, je nach Zeitaufwand. Und das ist wirklich sehr schnell gemacht, sehr intuitiv. Da seid ihr auch gerne eingeladen, wenn ihr was übersetzen wollt. Meldet euch hier im Crowdin an. Es ist offen und da kann derzeit alles fürs CMS schon übersetzt werden. Also das betrifft zwar nicht die Dokumentation jetzt aktuell, sondern eher die CMS-Übersetzer. Aber in Zukunft werden wir da auch die User Guide drin haben. Dahin ist unser Ziel. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das Ganze neu aufsetzen, in der eigentlichen Dokumentation docs.joomla.org sind ja sehr viele Sachen drin, was nicht unbedingt in das Handbuch reingehört. Was machen wir damit? Das ist völlig offen. Meine Idee ist an der Stelle, dass wir das für die Community praktisch belassen, dass wir da drin viele Aktivitäten und so weiter dokumentieren, aber nur für die Organisation an sich, dass jeder auch reinschauen kann, was machen wir, was tun wir. Und vielleicht auch für Notizen, die wir dann vielleicht noch brauchen, die später dann in die Dokumentation übernommen werden können oder so, da sind wir noch völlig offen. Soweit, ja. Ich habe jetzt noch so ein bisschen ein Problem als gelegentlicher Autor von Pull Requests für den Joomla Code mit diesem ab 4.3 setzen hier Doku voraus. Was passiert, wenn ich jetzt eine kleine Korrektur oder einen Bugfix oder eine minimale Erweiterung vornehme an einer völlig undokumentierten größeren Funktion? Bin ich dann die arme Sau, für das, was die anderen Leute, die 4 Jahre vorher nicht gemacht haben, alles nachholen muss? Ja. Dann kann ich jetzt schon
Das ist das Problem. Ja. Das ist, ja, das ist das Problem an der Stelle. Ja. Also dann. Mein Team will das auch nicht machen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Oh, ja, und dann sind schon mal 50% der Kunden nicht mehr da. Das wird sowieso in Zukunft schwieriger werden, weil wenn Dokumentation required quasi dann dabei ist, dann muss der Entwickler, der das Pull Request schreibt, auch wirklich. Ja. Klar. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich in so eine Leiche reinstoche, ja. Du musst dann das ganze Ding schreiben, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, im Prinzip muss man erstmal die Seite anlegen und sagen. Da müssen wir vielleicht intern nochmal drüber diskutieren, wie wir damit umgehen. Da müssen wir auf jeden Fall, ich denke, ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich unendlich viele Sprints machen, um das alles irgendwie ins Rollen zu bringen, aber ich denke, da, genau da. Müssen wir uns nochmal zusammensetzen, wie wir es hinkriegen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Ich denke, für den Anfang, zumindest für eine gewisse Übergangszeit, sollte man auch so arbeiten. Pflicht, wenn eine Doku da ist, dass die entsprechend abgedatet wird. Ja. Aber nicht Pflicht, eine Doku völlig neu zu erstellen, bloß weil ich in der Funktion mit 500 Zeilen Code einbinde. Nee, das ist richtig, ja. Die muss schon da sein, die Dokumentation, bevor du das machst, auf jeden Fall. Ja. Dann, ja. Du musst natürlich deine Änderung dokumentieren. Das ist auf jeden klar. Fall. Ja. Aber halt nicht alles, was vorher nicht dokumentiert worden ist. Ja. Und die Gefahr habe ich da gesehen. Ja, eigentlich bin ich soweit mit meinem Vortrag durch. Wir können jetzt gerne noch offen diskutieren, wie wir das weitermachen. Was ich euch noch zeigen kann, ist, wie ihr in der Dokumentation eigentlich einsteigt, wenn ihr es noch nicht seid. Ihr könnt euch hier unten, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, gibt es hier Help with Documentation oder Translate, haben wir eigentlich auch auf Deutsch. Also da kann man mit Übersetzen helfen. Das ist eigentlich immer eigentlich in Deutsch sogar relativ gut. Man sieht aber auch hier diese Sprachen, die wir alles haben. Und hier links seht ihr überall die vielen Übersetzer, die da sind. Da sind auch sehr viele Leichen dabei, die schon seit Jahren nicht mehr aktiv sind. Da müssen wir auch zeitnah ein bisschen aufräumen. Aber wenn ihr, ihr seht auch hier bei den Deutschen, da sind auch einige Joomla-Ds dran schuld, weil wir dann auch so ein Hands-on-Session gemacht haben und dann haben wir angefangen zu dokumentieren und zu übersetzen. Und die Liste ist sehr lang. Die sind aber dann auch nur zum Joomla-Thema aktiv gewesen und dann die meisten nicht mehr, weil die meisten so in der Gruppe unter Unterstützung von uns dann auch diese Dokumentation machen konnten. Und wenn sie allein dann zu Hause sitzen, dann wie war das, wie geht das und so weiter, ist immer die Schwierigkeit, da weiterzumachen. Ich kann aber auch mal, keine Maus dabei. Seite haben wir nicht übersetzt. Ich bin noch nicht angemeldet, Moment. So, und jetzt haben wir diese Seite hier auf Deutsch. Gehen wir mal einfach in die Seite und dann zeige ich euch mal, wie die Übersetzung funktioniert. Wenn ich angemeldet bin, gehe ich hier auf Übersetzen. Und dann habt ihr praktisch die einzelnen Textblöcke, könnt den antippen und könnt den dann entsprechend hier 1:1 übersetzen. Also das ist schon relativ einfach gehalten. Auf der rechten Seite kommt dann auch irgendein Übersetzungstool. Wird dann manchmal noch mit eingeblendet, dass es einem ein bisschen dabei hilft. Aber wer da gerne uns unterstützen möchte, das ist recht einfach. Ist es auch
manchmal mit einer Zeile getan, zwei Zeilen. Wenn ich schon eine halbe Stunde Zeit habe, klicke ich ein paar Zeilen durch. Ich muss nicht immer die gesamte Seite anpacken und komplett übersetzen. Es wird mir angezeigt, String für String quasi durch die Seite. Dann gehen wir mal kurz auf die Seite, mit, halt, wo ich die Seite bearbeiten kann. Da sehen wir auch mal, warum viele damit auch so Schwierigkeiten haben. Weil Wikicode ist nicht so einfach. Hier sind die Translate Strings und hier ist der Index sozusagen 1, 2, 3. Da wird automatisch per Plugin oder per Bot dann gesetzt, nachträglich. Und wenn ich jetzt neue Zeile einfüge, muss man diesen Bereich hier rauslöschen. Ansonsten am Anfang Translate und am Ende Translate mit dem Backslash, schon bin ich fertig. Dann wird es markiert, es ist ein Übersetzungsstring da. Wir als, beziehungsweise das Translation-Team, was wir auch noch haben, sieht dann, da gibt es auf der Seite eine Änderung. Ich muss diese Änderung freigeben und dann können alle Übersetzer die übersetzen. Dann erst kommt dieser Index da rein. Also nur für dich zur Hilfe, das Ding raus. Dieses T1 oder T127 oder wie auch immer, also wenn man weiter runter geht. Und wirklich nur am Anfang und am Ende translate. Nur das Translate Open Close, nur das ist gefragt. Und das andere muss rausgelöscht werden, dann geht's. Ja, das ist schon mal hilfreich. Ja, ist denn jemand von euch bereit, mitzuhelfen? Mal so gefragt. Was für Voraussetzungen wünscht ihr euch denn? Gar keine. Ich denke mal, ein bisschen Zeit müsstet ihr mitbringen und vielleicht auch relativ gut Tutorials also schreiben oder ein bisschen zumindest dabei unterstützen. Wo wir vielleicht auch Leute brauchen, die einfach Screenshots anfertigen. Weil viele Hilfeseiten benötigen ja auch Screenshots, dass man da entsprechend auch welche anfertigen kann. Also da werden wir auf jeden Fall Hilfe brauchen. Wir haben es nur bis jetzt noch nicht gebündelt, wie wir jetzt neue mit an Bord bekommen. Seid ihr in Glip aktiv in diesem Channel? Nicht? Nicht noch, das ist aber das Tool, wo Joomla die Kommunikation ja, läuft. Man sollte sich vielleicht angewöhnen, RingCentral dazu zu sagen, weil Glip ist der alte Name, bevor es von RingCentral aufgekauft wurde. Richtig, stimmt, ja, es ist ja RingCentral. Ja. Ja. Da oben ist es. Da oben ist es, RingCentral. Genau. Ja, seid ihr im Forum aktiv? Auch nicht. Passiv, ja. Immerhin schon. Ja, ja, ja. Ja, verstehe ich, ja. Wir haben es auch gerade so eine Diskussion im Sommer gehabt im Forum. Ihr seid ja gar nicht erreichbar von der Dokumentation, weil da gab es Fragen zu uns im Forum. Keiner von uns war groß da drin, keiner hat es mitgekriegt. Und deshalb ist natürlich die Frage, welchen Kanal nehmen wir dann, um auch euch als Nutzer abzuholen, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mitmachen. Wie wir das am besten auf die Beine stellen, dass wir da einen Kanal haben. Ja, ja, ja. Mhm. Weißt du ja dann, ich meine, bei GitHub ist ja auch schon die Diskussion, seit es Microsoft gekauft hat, dass da so ein paar Füße kriegen. Ja, mhm. Ja, aber ich denke, ja. Da sind wir auch noch offen, denke ich. Wir werden auf jeden Fall hier die Startseite von der Dokumentation. Da werden wir auf jeden Fall einen Einstieg haben.
und diese, ich gehe mal zurück. So. Bitte? Das ist wichtig, ja. Wir müssen euch erreichen können. Beziehungsweise ihr uns. Ja, das ist die Frage. Allerdings, damit wir die neue Dokumentation hinbekommen, brauchen wir ja schon euch. Oder Hilfe. Das ist das Henne oder Ei, das ist das. Ja, ja, ist richtig. Ja. Ja. Also hier gibt es auf jeden Fall die Seite, wie man die Dokumentation unterstützt. Aber die ist rein nur für das MediaWiki beschrieben. Wie kann ich uns im MediaWiki unterstützen? Ich denke, an dem Punkt müssen wir einfach für euch eine Anleitung und eine Anleitung schreiben. Wo kann ich helfen? Welche Portale gibt es, wo ich rein muss oder rein kann? Und wichtig auch, wie man uns erreicht. Also einmal gibt es uns in der Community, in der Volunteers Page als Team. Kennt ihr die Seite? Also Joomla.org reingehen und dann gibt es hier Community Support und da gibt es das Volunteers. Da sind alle bei Joomla Aktiven drin. Und dann kann man hier die Joomlas kann man suchen, also sogar persönlich, wenn man jemanden sucht. Die sind größtenteils auch mit E-Mail-Adresse hinterlegt. Das heißt, ihr könnt uns dann auch über die E-Mail dann erreichen, beziehungsweise über die Departments oder die Teams dann direkt. Und da gibt es unheimlich viele Aktivitäten. Nur mal für euch so zum Zeigen, wie ist denn Joomla eigentlich aufgebaut. Wir haben ja die Präsidenten, dann die Departmentleiter und unter den Departmentleitern sind dann die Teamleader. Die Teamleader haben nochmal einen Teamlead-Assistenten, der noch unterstützt. Wir bei der Dokumentation momentan nicht, weil wir keinen haben. Und dann gibt es noch Mitglieder, die auch stimmberechtigt sind, die dann entsprechend den Teamleader wählen. Und dann sind noch die ganz vielen Volunteers, die in keinem Team organisiert sind oder nicht drin sind, aber mal hier, mal da, mal dort mithelfen. Und dann vielleicht nach und nach auch, wenn sie sehr aktiv sich engagieren, dann auch ins Team reingenommen werden. Also so ist dann die Vorgehensweise bei uns. Um uns zu erreichen, könnt ihr hier uns dann direkt anschreiben. Es gab hier irgendwo, glaube ich, noch eine E-Mail-Adresse. Nee. Also ihr könnt mich hier erreichen über den Kontakt. Da haben wir es. Ja, muss mich anloggen. Das ist gar nicht offen. Zur Not habt ihr mich hier oben noch. Könnt ihr mich anschreiben. Ich hätte gedacht, die E-Mail ist wenigstens verfügbar. Okay. Ja, soweit. Werden die Seiten, die schon rübergezogen sind, irgendwie markiert? Also dass ich jetzt nicht im MediaWiki irgendwas bearbeite, was schon längst auf Menü gelandet ist? Noch nicht, aber das werden wir machen. Ja. Wir werden auf jeden Fall. Ich denke auch so eine Kategorie Fleck unten reinsetzen, dass es schon irgendwie migriert ist oder wie auch immer. Ja, noch irgendwelche Fragen, Ideen? Kann man euch auch einfach einen Text zuschicken? Ohne jetzt da vielleicht Registrierung muss. Das ist ja auch möglich, ja, per E-Mail. Also Textvorschläge? Ja, Textvorschläge oder sowas, ja. Ja. Ja, kann man machen. Okay. Könnt ihr direkt an mich. Meine E-Mail-Adresse. Ich hatte gedacht, die kann man hier sehen. Also meine E-Mail-Adresse ist mike.brandner@community.joomla.org. Ich meine, die wäre irgendwo zu sehen. Ist aber nicht. Schade. Aber ihr könnt mir Texte schreiben, schicken, ja, sehr gerne. Sind wir sehr offen dafür.
Das Problem an der Sache ist, die Dokumentation wird immer erst auf Englisch erfolgen und dann in die Folgesprachen übersetzt. Das heißt, eigentlich die Basis ist Englisch, aber auch wenn ihr einen guten deutschen Text habt, können wir auch schauen, dass wir den dann auf Englisch übersetzen, wenn wir sagen, okay, das ist super gut geschrieben, das können wir sehr gut nehmen als Tutorial oder auch irgendwas anderes. Also auch ein offener Punkt, Tutorials, da fehlen auch viele, dass man einfach mal so richtig schöne Anleitung hat, wie mache ich das, wie erstelle ich jetzt einen neuen Beitrag. Allein die Hilfe selbst, wie funktioniert das mit den Beiträgen, aber auch so ein Tutorial, um zu sehen, so Schritt für Schritt, wie gehe ich da vor und so weiter, da müssen wir auch viel mehr machen. Ja. Ja. Ich bin jetzt selbst vor ein bisschen mehr als einem Jahr wieder in die Tool-Entwicklung eingestiegen und bin davor von einem anderen Framework gekommen, einem PHP-Framework. Und ich muss ehrlich gestehen, der Zugang in einem Jahr zu der Dokumentation ist mittlerweile ein völlig anderer. Ja, Ja. Es gibt hier den gemeinen User, der hier irgendwelche Buttons drückt, der ganz blöd ist. Ja. Also für mich jetzt hier zum Beispiel etwas, was mich völlig kann. Ich habe mir eigentlich zuerst noch Tutorials kämpfen müssen, eigentlich alles dasselbe sagen, was ich kämpfen müsste. Ja. Ich muss dann meinen Weg finden oder meinen Platz finden. Okay, ich bin jetzt einsteigender Entwickler oder bin ich Profi-Entwickler. Da, ja. 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 Das stimmt, ja. Ja, also wir müssen auf jeden Fall die Dokumentation aufbauen für in Bereiche Einsteiger, Fortgeschrittene und dann je nach Tiefe immer tiefer rein sozusagen. Also was ja natürlich, ja, wenn ich jetzt völlig ahnungslos bin, Joomla zu benutzen, dann brauche ich natürlich erstmal die Anleitung, welchen Knopf muss ich drücken, wie ist das überhaupt aufgebaut, die Webseite und so weiter. Und wie sind die Inhalte und so weiter, das Ganze. Da brauche ich eine Dokumentation. Wenn ich dann tiefer drin bin in Joomla und benutze und will dann irgendwie Erweiterung X oder sonst irgendwas mit integrieren, die an Bord schon ist, oder irgendwelche anderen Funktionen, oder wie passe ich ein Template an und so weiter, dass man eben diese Schritte dann anders hat. Was ich jetzt suchen wollte, ist eigentlich die Joomla 4 Portal. Das haben wir jetzt demomäßig mal aufgebaut, weil genau da ist es so, Einsteiger, Fortgeschrittene und dann für die Entwickler sozusagen den Einstieg. Hatten wir letztes Jahr aufgesetzt, aber mittlerweile mit den Plänen kann man sagen, okay, lassen wir, weil wir fangen lieber nochmal sauber und neu an. Die wird zum Teil aus dem Quelltext, ja, wird die direkt generiert. Ich habe eben schon gemerkt, wenn ich da mal was gesucht habe, hier natürlich auch gleich in den Quelltext gucken, da habe ich wenigstens noch den Code, der
Ja, ja, ja. Das sagt mir wenigstens, was in der Funktion passiert, weil das, was davor, die Parameter, die sagen mir da nichts. Ja, also da ist es wirklich so bei der API-Dokumentation, die ist generisch. Da schreiben wir eigentlich gar keine Dokumentation. Das ist an sich. Ja. Ja, ja. Ja, das müssen wir dann eben entsprechend auch anpassen, dass das über GitHub dann entsprechend vielleicht die eine oder andere Doku damit reinfließt, wie ist es dann überhaupt anzuwenden und an Beispielen. Ja. Snippets so ein bisschen als, ja, ja. Ja, okay, das genau, ja. Passiert. Und dann halt den Nachteil, wenn man halt tatsächlich was sucht, selbst da, wenn man da was ja, grundsätzlich die alten veralteten. Ja, ja, das stimmt. Und dann findet man so noch in jeder Sprache. Ja, bloß nicht. Das dann auch noch dazu, genau, ja. Weder aktuell noch auf Englisch. Ja, ja. Das stimmt, ja. So, an sich, die Zeit ist, glaube ich, jetzt auch um. Wir sind soweit fertig. Ja, danke fürs Zuhören und Diskutieren. Wir werden auf jeden Fall euer Feedback mal mitnehmen und ich denke, da werden wir auch in Kürze meine Seite aufsetzen, um genau euch anzusprechen, wie können wir denn da uns erreichen, helfen, unterstützen und welche Wege gibt es dann dafür. Okay, danke.